Schönen guten Morgen aus der Bürgerblick-Redaktion. Es gab ja viele Science-Fiction-Filme, die sich mit Krankheitsausbrüchen und Seuchen beschäftigt haben, also Endzeitfilme über den Untergang der Menschheit. Aber kein Regisseur hätte sich je ausdenken können, wie diese Bilder aussehen, die wir zurzeit geliefert bekommen. Man trifft sich mit Abstand. Und wie die Demokratie sich in Abstand trifft, lernen wir gerade kennen, eigentlich durch diese Corona-Rebellen, die Demonstrationen. Manche haben dann gesagt, dieses Bild auf der Seite 1 ist doch nicht wirklich echt, das hat wahrscheinlich der Grafiker gemacht. Nein, so war die Situation, so ist es, wenn Menschen sich treffen und wie Magneten voneinander abgestoßen Abstand halten. Die Corona-Rebellen waren für uns eigentlich das Kernthema in dieser Ausgabe. Es hängt auch damit zusammen, dass nicht nur in der Redaktion, sondern auch im Bekanntenkreis es zu vielen Diskussionen geführt hat, ob diese Maßnahmen, die wir alle erleben, richtig waren, wie gefährlich das Virus wirklich ist und natürlich diese Erzählungen, die im Netz über bestimmte sogenannte Journalisten laufen, ich nenne sie Propheten, Gurus, denen man folgen kann und die man manchmal nicht hinterfragt. Aus meinem eigenen Bekanntenkreis ist zum Beispiel dieser Frauenarzt, der hier als Redner aufgetreten ist, aber auch Freunde, mit denen ich oft dann diskutiert habe, was ist da Lüge, Wahrheit, wo sind wir im Netz irgendwelchen Geschichten aufgesessen und wo ist der Sumpf, wie gefährlich ist das und wie kann ein Journalist, so ein Lokaljournalist, wie wir es machen, wie kann der Lokaljournalismus, wie ihr ihn machen, dagegen reagieren? Deswegen haben wir uns mit einem langen Thema mit den Leuten beschäftigt. Wer sind eigentlich diese Demonstrierenden? Was bewegt sie? Welche Randgruppen gibt es? Und welche Leute sind vielleicht dabei, die ganz einfach nur um ihre Zukunft und Existenz bangen? Im Weiteren haben wir natürlich in diesem Heft zwei politische Themen. Sie kriegen einen neuen Einblick in den Stadtrat und in den Kreistag. Die sind zum ersten Mal in der Pandemie jetzt angetreten. Beide natürlich mit diesen Vorgaben in großen Räumen, in Sälen, mit Masken. Und Sie können ein bisschen sehen, welche Bilder diese Ereignisse gegeben haben und wer dort die neuen Köpfe an der Macht sind. Und wo wir schon bei Menschen sind, über die ich schreiben muss, die ich gut kenne, das ist zum Beispiel der Anton Aschenbrenner, ein freier Theologe, der sich einst entschieden hat, der katholischen Kirche in den Rücken zu kehren und sich für Frau und Kind entschieden hat. Er ist heute sozusagen eine Art Mietpfarrer, den man für alle Zwecke eigentlich einsetzen kann, Beerdigungen, Hochzeiten. Und er hatte im Prinzip wahrscheinlich das schlimmste Erlebnis seiner 2000 Veranstaltungen, die er bisher gemacht hat. Er wurde für eine Motorradweihe gebucht, hat sich nichts dabei gedacht und wurde aber eigentlich instrumentalisiert für eine Demo der AfD. Auch darüber hat er mit uns lange gesprochen. Thiel Hoffmann ist ein Sohn unserer Stadt, der ist in die Stadt eigentlich zurückgekehrt, hat sich ein Haus genommen jetzt in der Innenstadt. Man kennt ihn, er hat ein Theater, er macht das Eulenspiegel-Festival und ist in der Kulturszene sehr umtriebig. Und er ist auch derjenige, der quasi jetzt in der Corona-Zeit wieder uns zeigen wird, wie man mit kleinen Schritten und mit richtigen Lösungen wieder die Kultur an die Leute bringen kann. Er hat ein Interview geführt, nicht mit mir, sondern mit dem grünen bayerischen Vorsitzenden Eike Halitzky. Und das war eine Videokonferenz und wir fanden eigentlich diese lockere Art, wo sich der Thiel Hoffmann und die Kabarettistin Luise Kinsier dazu geäußert haben, zu den Themen Kunst und Kultur in Zeiten von Corona, dass wir das haben verschriftet und dieses Interview Ihnen zum Nachlesen liefern. Natürlich noch zu uns selbst. Wie läuft es? Klar, der Anzeigenmarkt ist noch immer sehr gebremst. Wir wollen aber eigentlich gar kein Werbeblatt sein, sondern wir sagen ja, unsere wichtigsten Säulen sind die zahlenden Leser am Kiosk und Sie als Abonnent. Deswegen gibt es auf der Rückseite einfach ein Dankeschön an die zahlenden Leser und Unterstützer. Sie wissen, der Werbemarkt liegt immer noch natürlich am Boden, was für uns nicht so dramatisch war, weil eben die zahlenden Leser am Kiosk und die Abonnenten unser Rückgrat sind. Und es war schon für uns eigentlich sehr erfreulich, dass wir viele Neuabonnenten haben. 2 Dutzend, mag jetzt nicht viel klingen, aber andere Magazine und Zeitungen verlieren. Und wir haben auch viele Altabonnenten, die abgegradet haben zum BB Plus oder Premium Abo, wo man im Prinzip auch noch einen Beitrag zahlt für unsere Online-Leistungen, die jetzt noch gratis sind. Ich wünsche eine gute Lektüre und kommen Sie gut durch den Juni.